Bei diesem Video erhielt ich freundliche Unterstützung durch 44 Bricks, zu finden auf 44bricks.com oder natürlich bei Bricklink. Hallo Lego-Freunde, schön, dass ihr mit reinschaut bei Bricks for Joe. Diesmal geht es bei mir weiter mit Teil 2 zum Buch Birds from Bricks. Im ersten Teil habe ich euch ja schon kurz das Buch etwas genauer gezeigt, sowie die ersten 6 Modelle. Und nun geht es weiter mit den restlichen Vögeln. Das erste Vogelmodell, was ich euch zeigen möchte, kommt vom Kontinent Afrika. Und hier haben wir ihn schon, das ist die Nachtrödel. So wie das Modell jetzt hier steht, ist es 15 cm hoch, vom Kopf bis zur Schwanzspitze 15 cm lang und 4 cm breit. Gebraucht habe ich für diesen Vogel 106 Teile. Aus bautechnischer Sicht jetzt gesehen, im Vergleich jetzt zu vielen anderen Modellen, die man aus diesem Buch bauen kann, ist dieser Vogel wirklich ein recht stabiles Exemplar. Hier jetzt mal zum Vergleich mit dem Rotkehlchen aus dem Lego Ideas Set Wildvögel. Dies war der einzige Vertreter im Buch für den Kontinent Afrika und es geht weiter nach Europa. Und diesen kleinen Kerl, den kennt ihr sicher, das ist eine Blaumeise. Das Modell ist insgesamt 10 cm hoch, 11 cm lang und 4 cm breit. Gebraucht habe ich dafür 116 Teile. Auch wenn es einer der kleinsten Vögel hier im Set ist, ist es nicht gerade eines der schönsten Modelle hier in diesem Set. Also ich finde gerade der Kopf ist ein bisschen sehr eckig geraten. Aber ich schätze mal, hier wollte der Designer einfach ein Größenverhältnis schaffen, was dem Vogel gerecht wird. So kommen wir jetzt schon zum 9. Vogel im Buch und das ist der Kanarienvogel. Um genau zu sein, ist es sogar ein Kanarengirlitz. Das Modell hat eine Höhe von 16 cm, von Kopf bis zur Schwanzspitze sind es 13 und so wie man es hier sehen kann, eine Flügelspannweite von 16 cm. Gebraucht habe ich 188 Teile. Der Kanarienvogel ist ja einer der bekanntesten und beliebtesten Vögel, die wir uns zu Hause als Haustier halten. Vor allem auch wegen seinem Gesang. Er kann Töne und Tonfolgen anderer Vögel sogar nachahmen und auch Geräusche, die er in seiner Umgebung hört, in seinen Gesang mit einbauen. Bauen ist bei diesem Vogel auch das Stichwort, denn die Konstruktion dieses Vogels ist wirklich äußerst komplex und sehr anspruchsvoll. Auch wie man hier sehen kann, die Halterung, diese ist wirklich nur sachte auf diese, ich glaube die heißen Droidenarme, einfach nur draufgesteckt und ist wirklich ein Geduldsspiel und ein Balanceakt, diesen Vogel ordentlich zu positionieren. Aber wenn man ihn einmal zusammengesetzt hat, ist man dann wirklich auch froh und stolz und möchte ihn am liebsten gar nicht mehr anfassen. Hier nochmal im größten Vergleich zum Kolibri aus dem Lego Ideas Set. So kommen wir zum nächsten Vertreter von Europa und das ist der Kiebitz. Das Modell ist insgesamt 14 cm hoch, vom Kopf bis zur Schwanzspitze 16 cm lang und ca. 5,5 cm breit. Gebraucht habe ich hierfür 200 Teile. Die Gestalt der Kiebitze erinnert sehr stark an Tauben und wenn sie ausgewachsen sind, bekommen sie ein dunkelgrün, metallisch schimmerndes Federkleid mit einem lilanen Fleck an der Seite. Unser Lego Kiebitz hier ist übrigens eines der wenigen Modelle, die wir bauen können, bei dem man jetzt keinen Kopf drehen kann. So kommen wir jetzt schon zum letzten Vertreter von Europa und das ist natürlich der Eisvogel. Das Modell ist 10 cm hoch, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze haben wir 12 cm und er hat eine Flügelspannweite von 19 cm. Insgesamt 196 Teile. Wie man schon sehen kann, ist hier die Konstruktion der Flügel ähnlich wie beim Kanarienvogel vorhin, obwohl ich sagen muss, hier war der Zusammenbau noch etwas schwieriger. Was bei diesem Vogelmodell ebenfalls sehr schwierig war, das war die Beschaffung der Teile, denn dieser hat hier wirklich mit Abstand die seltensten. Und so kommen wir schon zum nächsten Vogel und das ist der Albatros, der Vertreter für den nordpazifischen Raum. Der Lego-Vogel hat eine Höhe von 6 cm, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze sind es 26 und eine Flügelspannweite von sagenhaften 67 cm. Damit ist er zwar optisch der größte Vogel, hat aber bei weitem nicht die meisten Teile mit gerade mal 236 Stück. Was allerdings sehr schön ist, der Vogel ist wirklich sehr stabil gebaut, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man ihn irgendwie an Fäden in seinem Zimmer aufhängen kann. Wie bei fast allen Vogelmodellen hier wird auch hier eine illegale Bautechnik verwendet, bei der ich in der Bauanleitung schon zweimal hingucken musste, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das hier die Schwanzspitze, hier werden nämlich die Platten einfach am Ende zwischen die Noppen gesteckt und fertig. Das Ganze hält eigentlich sehr gut. Das einzige, was mir jetzt hier bei diesem Albatros gefehlt hat, das waren irgendwie so kleine angedeutete Füßchen. So kommen wir schon zum letzten Verbreitungsgebiet hier in unserem Buch und das ist Australien und Neuseeland. Und der erste Vertreter hier, das ist der Rosenbrustschnäpper oder auch Pink Robin. Das Modell hat eine Gesamthöhe von 17 cm, vom Schwanz bis zum Kopf sind es 14
und eine Breite von 4 cm. Insgesamt 106 Teile benötigen wir hier für das Männchen mit der hellrosanen Brust. Beim Zusammenbau des Kopfes ist mir aufgefallen, dass der untere Teil des Schnabels bloß locker mit einem Pin mit dem Rest verbunden ist. Dadurch hält das Ganze zwar fest, aber man kann den Schnabel auch hoch und runter bewegen. So sieht es ein bisschen aus, als ob der kleine Vogel trällert. So kommen wir jetzt schon zum zweiten Vogel aus Neuseeland und das ist der weltberühmte Kakapo. Oder wie auch gerne sagt, vielleicht Kakapo. Der Vogel mit dem lustigen Namen ist zugleich auch der vorletzte in unserem Buch. Das Modell hat übrigens eine Höhe von 10 cm, eine Länge von 24 und eine Breite von 8 cm. Wir benötigen hier auch die meisten Teile, 476. Und wie man schon sehen kann, ist in Natura der Kakapo ein recht großes Kerlchen. Dieser drollige Vogel ist übrigens nachtaktiv und der einzig bekannte flugunfähige Papagei der Welt. Und dazu ist er leider noch akut vom Aussterben bedroht. Das war jetzt der 14. Vogel und so kommen wir jetzt schon zum 15. und letzten Modell und zwar ist das der Gelbhauben-Kakadu. Unser Modell des schicken Papageis ist insgesamt 24 cm hoch, von dem Kopf bis zu den Schwanzfedern haben wir 21 cm und 6 in der Breite. Insgesamt habe ich 182 Teile benötigt. Gelbhauben-Kakadus sind sehr lernfähig, neugierig und können aufgrund ihres hochentwickelten Sozial- und Gefühlslebens sehr anhänglich werden. Was man allerdings wissen muss, sie sind auch sehr laut. Auch bei diesem Modell finden wir wieder eine illegale Bautechnik. Das markante Gefieder am Kopf des Vogels ist einfach nur hineingesteckt. Man hat hier drei größere zusammengesetzte Teile. Diese steckt man dann oben in den Kopf hinein und dann hält das einfach so. Das Ganze sieht wirklich sehr hübsch aus, muss ich sagen. Aber wenn man den Vogel jetzt mal ein bisschen dreht oder neigt, dann kann es passieren, dass das einfach oben rausfällt. Aber so hält es eigentlich recht gut. Das war jetzt der letzte Vogel aus dem Buch Birds from Bricks von Thomas Pulsum und ich muss sagen, das ganze Projekt hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn der ein oder andere Vogel mir schon bei der Teilebeschaffung und beim Zusammenbau wirklich Kopfschmerzen bereitet hat. Auch wenn das Buch hier und da in den Bauanleitungen so seine Probleme hatte, wie zum Beispiel fehlende Teile oder Teile, die es von Lego in bestimmten Farben noch nie gegeben hat, kann ich das Buch dennoch bedenkenlos weiterempfehlen, vor allem an alle, die Lego Tiere und Vögel mögen oder auch das Lego Ideas Set mit den Wildvögeln. Aber ich würde euch raten, euch einzelne Vogelmodelle herauszusuchen und erstmal ein oder zwei Vögel versuchen nachzubauen, denn die Teilebeschaffung kann schon wirklich ins Geld gehen. Am besten fand ich übrigens den Kakapo und natürlich auch den Ara. Welcher Vogel hat denn euch am besten gefallen? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Hier findet ihr auch nochmal den ersten Teil des Videos sowie eine andere Review von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch mal wieder für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei Bricks for Joe. Tschüss!